Hallo zurück, willkommen zu Teil Nummer 25 meiner Megaserie über Musikproduktion. Die nächsten 3 oder vielleicht sogar 4 Tage werden wir uns dem riesigen Thema der Automation widmen. Ich würde sagen, Automation ist dein Hauptwerkzeug, um Dynamik, Spannung und Drama in deinen Mix zu bekommen. Du kannst Elemente lauter und leiser machen, du kannst sie automatisch einfaden, du kannst eigentlich jedes Plugin, jeden Parameter automatisieren, du kannst Filterfahrten mit dem EQ automatisieren, du kannst Hall- und Delay-Fahnen lauter oder hörbarer und weniger hörbar machen und somit das große Stichwort Dynamik, Spannung. Ich teile das in kleine Häppchen auf, weil ich dich nicht überfordern möchte und weil es unglaublich viele Automationstechniken gibt. Und bevor wir gleich anfangen mit der ersten, nochmal ganz kurz, es ist wichtig, dass dein Mix an der Stelle schon sehr, sehr gut klingt. Wir haben 2-3 Teile vorher nochmal diesen Mix gemacht, die Stunde der Wahrheit habe ich es genannt, indem du wirklich deinen Mix nochmal gegen den Rough Mix checken solltest, also gegen die Rohspuren, ob du deinen Mix wirklich besser gemacht hast oder ob du ihn nur lauter gemacht hast und zu Tode komprimiert hast oder wie auch immer. Dein Mix muss jetzt schon richtig gut klingen, auch ohne Automation, damit du hier überhaupt anfangen kannst. Wenn du das Gefühl hast, da ist zu viel Reverb, er klingt noch zu dumpf, irgendwas passt hier oder da nicht an deinem Grundmix, dann solltest du mit der Automation noch nicht anfangen. Okay, wenn ja, dann können wir anfangen. Und jetzt legen wir los mit dem ersten, was ich dir zeigen möchte, mit der ersten Automationstechnik, und das ist das Attack-Prinzip. Ich habe hier in diesem Mix schon drauf geachtet, dass der Vers oder die beiden Verse hier nicht gleich klingen, dass die beiden Refrains oder die 3 Refrains nicht gleich klingen. Das heißt, ich habe versucht, Elemente abzuwechseln, dass ein Element in einem neuen Vers dazukommt, dass vielleicht eins weggelassen wird, sodass wir eine schöne Abwechslung drin haben und dass nicht jeder Part immer gleich instrumentiert und arrangiert ist. Das Attack-Prinzip bezieht sich jetzt darauf, wenn ein neues Element in den Mix kommt. Und ich versuche das jetzt mal hier zu erklären. An dem Teil geht es ganz gut. Und zwar haben wir im Vers, im zweiten Teil, kommen 2 neue Elemente mit dazu. Deswegen steigen wir mal hier ein. Dann kannst du mal kurz reinhören. Okay. Es kommen 2 neue Elemente dazu hier sogar. Und das ist einmal diese Akustikgitarre, diese dritte, diese ein bisschen funky Stuff spielt, und es kommt der Shaker dazu. Jetzt die Frage an dich: Hast du genau gehört, dass diese Elemente jetzt hier reinkommen, oder ist dir das erst später aufgefallen oder ist es dir gar nicht so aufgefallen? Ich finde, von der Lautstärke her ist das jetzt okay, diese Shaker und diese Rhythmusgitarre, aber das Attack-Prinzip hilft mir dabei, dir als Zuhörer oder dir, deinen Zuhörern, ein neues Element noch besser ins Ohr reinzutrichtern sozusagen und damit eben nochmal zu sagen, hey, jetzt passiert was anderes, hier ist ein neues Element für dich, damit du nicht wegschaltest und meinen Song weiterhörst, weil der spannend bleiben soll. Das funktioniert folgendermaßen. Diese Gitarre setzt jetzt hier ein, diese funky Gitarre, und was ich jetzt beim Attack-Prinzip mache, ist, dass ich die ersten paar Anschläge, es kommt jetzt aufs Instrument an, in diesem Fall die ersten paar Anschläge mache ich etwas lauter, als ich sie eigentlich im Mix haben möchte, die Gitarre. Und somit sind die ersten paar Anschläge, pieken ein bisschen mehr durch den Mix durch, stechen ein bisschen mehr durch den Mix durch, kommen somit besser an dein Ohr, sodass du merkst, okay, hier kommt was Neues. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich das jetzt hier mache, dann mache ich es einfach mal in dem Fall so, dass ich jetzt die hier einfach so ein kleines bisschen lauter mache. Mal 3 dB, probieren wir es mal. Ja? Jetzt wirst du hören, dass das hier lauter ist und dann wird die Gitarre leiser und du solltest jetzt schon merken, okay, oder besser merken, hier kommt was Neues. Okay, hast du es gehört? Also vielleicht nochmal ein bisschen leiser und dann merkst du einfach besser, wie wenn der erste Teil hier nicht lauter ist, okay, da kommt was Neues. Das gleiche kann ich jetzt mit dem Shaker auch machen. Das kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich 2 neue Elemente gleich hier einparke. Aber in dem Fall ist es ganz cool, auch weil die Funky-Gitarre links, rechts ist und der Shaker ist links. Und ich möchte jetzt einfach dieses, ich mache ihn hier ein bisschen lauter und werde ihn dann aber einfach auch schnell wieder leiser machen. Wenn wir ganz genau auf den Shaker jetzt, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass der Zuhörer sich so konzentriert, aber das, damit du es hören kannst. Okay.
Ich finde, es hat man es jetzt sehr schön gehört und ich gehe da auch ordentlich hoch, was war vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, so hörst du, okay, es kommt ein neues Element. Wir können es auch nochmal machen bei einer anderen Stelle, wo es vielleicht noch genauer und um es noch besser hören kann. Das sind die Power Chords. Wo ist meine Power Chord Gitarre? Die ist hier oben. Und zwar, wenn die jetzt zum ersten Mal kommt. Ich habe diese Power Chords, die ist programmiert, die Gitarre. Deswegen, weil die eh nicht so gut klingt wie von einem richtigen Gitarristen, möchte ich die nicht so sehr laut haben. Aber sie spielt hier einen Riff mit dem Bass zusammen vor dem letzten Refrain. Mach mal nur Bass, Schlagzeug und diese Gitarre hier. Ja, die Gitarre soll ja auch nur füllen und soll nicht wirklich hörbar sein. Ich mache das nur, dass ich nochmal ein bisschen Schub von unten habe für den Refrain. Aber das Riff zusammen mit dem Bass, den ich an der Stelle dann wahrscheinlich nachher auch lauter machen, auch lauter machen möchte, das möchte ich jetzt schon ein bisschen lauter haben. Und ich kann hier ruhig Gas geben, weil ich habe die Gitarre hier sehr leise gemischt. Und dann gehen wir einfach hier rein und ich möchte dann, dass er hier so nach dem ersten Powerchord ein bisschen leiser wird. Hören wir mal rein, ob wir jetzt die Gitarre einfach besser hören und ob das auch so eine bessere Transition, so ein besserer Übergang ist in den Refrain rein, wo wir schon ein bisschen mehr Drama reinfahren können. Okay, ein kleines bisschen leiser noch hier. So ein Attack-Prinzip mache ich jetzt wahrscheinlich noch bei diesem Pad hier. In der Bridge auch, das habe ich ja auch hier langsam eingefädet oder möchte ich langsam einfäden. Aber ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Und das ist jetzt einfach einer der Parts, die weiter hinten kommen im Mixing-Prozess. Übrigens, wenn du dir nicht sicher bist, welcher Part oder was kommt eigentlich wann, welche Schritte soll ich eigentlich nacheinander machen beim Abmischen und es ist bei dir noch das völlige Chaos, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir in 10 einfachen Schritten, und zwar, welche du nacheinander machen sollst von 1 bis 10, die dir dabei helfen sollen, zum perfekten Mix zu kommen. Das PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das ist insbesondere auch dann nützlich, wenn du dich ständig in unnötigen Details verhättest und Ewigkeiten für deinen Mix brauchst. Also im ersten Kommentar unten kannst du dir das runterladen. Ja, jetzt die Frage an dich. Kennst du dieses Attack-Prinzip? Hast du damals jemals schon mal gehört? Ich habe das von irgendeinem Mentor von mir mal, ich weiß nicht mehr, wer es war, gelernt und ich finde das eine sehr effektive Methode, auch wenn sie am Anfang so ein bisschen unscheinbar erscheint und vielleicht ein bisschen unlogisch, aber ja, schreib mir einfach mal in die Kommentare, hast du das gehört oder findest du das totaler Blödsinn, man hört überhaupt nichts oder denkst du schon, dass es auch eine Möglichkeit ist, um neue Elemente besser in den Mix zu bringen und den Zuhörer bei der Stange zu halten? Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dich morgen wieder sehe. Morgen wird es dann auch nochmal richtig spannend. Es geht weiter mit Automation hier bei Teil Nummer 26, glaube ich. Viele Grüße aus Alicante, viele Grüße aus Spanien. Wir sehen uns und bis dann.